Hey Leute, die Morgenroutine habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen und jetzt möchte ich euch zeigen, wie meine Abendroutine aussieht. Nach dem Reiten lasse ich Jeannie meistens immer wälzen, weil sie da immer richtig Bock drauf hat, wie man hier gut sehen kann. Und da es an diesem Tag ziemlich heiß war, habe ich sie auch noch abgeduscht, weil sie eben voll verschwitzt war und ich glaube, das hat ihr ziemlich gut getan. Was ich ganz gern mal vergesse, ist das Gebiss abzuwaschen, aber heute habe ich natürlich dran gedacht, sehr wichtig. Und ich habe Jeannie dann mit einem Schweißmesser abgezogen, also das Wasser von ihrem Körper, damit sie eben schneller trocknet. In der Zeit hänge ich dann schon mal die Trense in meinen Spind und bereite das Futter für Jeannie zu. In der Morgenroutine habe ich ja schon die Banane von der Tankstelle gekauft und hier packe ich sie nämlich in den Eimer rein. Dann bekommt sie Zink, das ist leider heute alle gegangen, deswegen muss ich mal ein neues kaufen. Und ich habe dann auch noch meine Reitstiefel ausgezogen und eben so ein paar Sachen schon mal in den Spind reingepackt. Zudem bekommt Jeannie auch noch Hafer dazu und ich liebe es immer, Hafer aus diesem Futterdruck rauszumachen. Und die Banane war auch total schnell weg, weil Jeannies Lieblingsfrüchte sind einfach Bananen, also sie liebt Bananen. Und dann habe ich Jeannie auch schon auf den Paddock gepackt, das Halfter abgemacht und ihr einen Abschiedskuss gegeben. Heute ist Jeannie auch direkt zu ihren Freunden gegangen, weil immer wenn sie noch am Gitter stehen bleibt, dann denke ich so, Mann, ich muss noch länger bei ihr bleiben, aber heute ist sie zum Glück schon gegangen. Auf jeden Fall habe ich dann den Sattelschoner über meinen Sattel gepackt und den Sattel dann anschließend weggeräumt. Nachdem ich dann meinen Spind abgeschlossen habe, bin ich noch eine Runde aufs Trampolin gegangen. Seht selbst! Ich habe so lange kein Vorwärtslaufen gemacht. Oh mein Gott, ich kann ihn noch! Das erste, was ich mache, wenn ich wieder zurück im Auto bin, ist mir so ein Feuchttuch rauszuholen und erstmal meine Hände sauber zu machen, bis ich dann zu Hause bin und die waschen kann. Und ich schmeiße es auch immer auf den Boden, was Papa nicht ganz so gefällt. Dann schaue ich noch die Bilder durch, die wir an dem Tag gemacht haben, die man dann vielleicht posten kann. Und ich habe immer so eine Angewohnheit, dass ich mein Handy immer sauber machen muss am Ende des Tages, weil man hat so viel angefasst am Tag und dann mit den Bakterien und alles. Das kann ich irgendwie gar nicht haben. Jetzt gibt's Abendessen! Heute gab es richtig lecker Kroketten und voll den leckeren Salat und dann noch so Backfisch. Und das hat mir richtig gut geschmeckt, vor allem der Salat. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euer Lieblingsessen ist. Wenn ich dann fertig gegessen habe, gehe ich duschen und ich achte immer darauf, dass ich Duschgel und Shampoos kaufe, wo kein Mikroplastik drin ist. Das mache ich mit dieser App hier, die nennt sich CodeCheck. Da scannt ihr einfach die Produkte und ihr seht, das ist total unbedenklich, was ich benutze. Und bei denen, die bedenklich sind, wird halt angezeigt, ja, da ist Mikroplastik drin oder Stoffe, die nicht gut sind. Und wenn man jetzt mit Mikroplastik oder so duscht, dann landet es ja im Abwasser, dann kommt es ins Klärwerk. Und das Klärwerk kann es eben nicht aussortieren, dieses Mikroplastik, weil das eben so kleine Partikel sind und dann landet es irgendwann im Meer und das wollen wir ja nicht. Deswegen, Leute, ladet euch diese App runter und geht durch den Supermarkt und scannt alles, wie ich. Nachdem ich also dann mit einem guten Gewissen geduscht habe, schlüpfe ich in bequeme Sachen und in Kuschelsocken, die dürfen nicht fehlen. Und dann mache ich mir erstmal Öl in meine Haare, damit ich die nochmal extra pflege und... Oh Leute, dieses Öl riecht so lecker und creme mir noch mein Gesicht ein. Das ist nämlich auch schon alles, was ich im Badezimmer abends mache. Dann gehe ich mit meiner Bettdecke ins Wohnzimmer und chill mich da ein bisschen auf diesen coolen Sesselstuhl und komme erstmal ein bisschen runter. Und ich muss momentan für die Schule, also wir haben ja Ferien, aber nach der Schule muss ich dieses Buch ein bisschen gelesen haben und ich hasse es, Bücher für die Schule zu lesen. Aber hier lese ich das natürlich ganz fleißig und trinke dann auch noch ein bisschen was und komme einfach so ein bisschen runter, um schon mal müde zu werden. Ganz
ganz vergessen. Ich muss doch nochmal ins Badezimmer, denn ich darf ja das Zähneputzen nicht vergessen. Ganz wichtig. Meine Zahnschiene packe ich auch noch in meinen Mund und dann kämme ich mir eigentlich nur noch meine Haare. Manchmal mache ich das auch so, dass ich mir abends so einen geflochtenen Zopf mache, damit meine Haare eben zusammen sind und nicht so beschädigt werden. Und dann geht's ab ins Bett. So Leute, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin mega müde und ich hoffe, dass euch diese Abendroutine gefallen hat. Ich werde jetzt noch ein bisschen auf Instagram gehen und eure Edits angucken und die Fanpage besuchen, für die ich mich auch nochmal herzlich bedanken wollte. Ich freue mich wirklich immer total über eure Fanpages und eure lieben Worte. Und ja, deswegen lese ich mir das abends immer durch. Habt euch lieb, schlaf gut. Mua. Tschüss.